bin für euch im Westin Grand Hotel und heute ist die große Spa-Eröffnung. Ich werde mich mal unters Volk mischen. War, glaube ich, eine gute Mischung. Also wie gesagt, wir hatten so einige Entscheider aus dem Umfeld, wir hatten, wie gesagt, einige Sportprofis und weil wir sind in dem Bereich ja selber tätig und trainieren Sportler und Führungskräfte neben unserem klassischen Spargeschäft. Wie gesagt, mit Thorsten Doller gemeinsam betreuen wir die Leute im medizinischen Bereich, also ich weniger, sondern mehr der Doktor. Und so haben wir ein relativ rundes Paket bei uns in der Westin Spa und Fitness Lounge. Wird es Ihnen heute Abend gefallen? Sehr gut, sehr abwechslungsreich, viele Leute gesehen, auch die eigentliche Area hier ist sehr anspruchsvoll für die, die es dann wahrnehmen wollen. Echte Herausforderung. Ja, ganz einfach zu mir kommen, überraschen lassen, fit nach Hause gehen. Und ich denke mal, das sollte eine Ansage genug sein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Trainingsvariation. Und ob das jetzt hier ist, wie gesagt, im Pro-Zone-Bereich oder dann auch im Outdoor-Training beziehungsweise hier im vorderen Teil, im Grand Westin, im Indoor-Bereich. Ich bin Berliner gebürtiger, ja. Was bedeutet für dich Entspannung, Wellness? Och, Entspannung, Wellness für mich, ich brauche gute Musik, zu der ich abschalten kann. Und dann, mir reicht persönlich eine gute Fußmassage und dann bin ich innerhalb von 2 Minuten am Schlafen, am Entspannen und ja, das reicht. Ich wurde von Herrn Brüggemann eingeladen und darf mir deshalb diesen schönen Spa angucken. Was bedeutet für dich Entspannung und Wellness? Einfach mal gar nichts machen und vielleicht sich massieren lassen dabei. Sehr gut. Bist du so der Wellness-Typ oder eher nicht so? Mittlerweile ja. Also ich habe ja früher viel Leistungssport gemacht und jetzt mache ich eher lieber so Sport für mich. Ich gehe gerne joggen, mache ein bisschen Krafttraining, um mich gesund und fit zu halten und da passt Wellness natürlich wunderbar dazu. Ja, ich trainiere hier. Und zwar mit Klaus Brüggemann. Bin ganz stolz darauf, hier ja, ein Teil sein zu dürfen in diesen Räumlichkeiten und möchte natürlich auch die Herrschaften kennenlernen, die da so ein bisschen hinterstehen. Ich bin ja Schwimmerin, das heißt, ich brauche natürlich auch Kondition und Kraft und die bekomme ich hier. Und diese Motivation, die mir der Klaus Brüggemann gibt, ist ein ganz großer Pluspunkt an dem Spa- und Wellnessbereich hier. Ich bin der Einladung von Klaus Brüggemann gefolgt und der Klaus hatte mich schon das öftere Mal eingeladen in Esplanade, wo er auch den Spa-Bereich und den Fitnessbereich leitet, vorbeizukommen und hat gesagt, heute ist hier eine Eröffnung, ne, vom zweiten Spa-Bereich, den er leitet, hier im Western Grand Hotel und dem bin ich gefolgt und bin überrascht, was hier möglich ist.